Das nächste Thema, Eishockey, der EHC Eisbären. Dreimal deutscher Meister hintereinander in Folge und jetzt die große Gefahr, die Playoffs zu verpassen. Das 3:6 in Augsburg, das passt gegen den Mitkonkurrenten eigentlich gar nicht. Jetzt kommen sie nämlich in die Bredouille. Sie führten sogar 2:1, aber fairerweise muss man sagen, die Verletztenliste beim EHC, die ist einfach zu groß. Große Frage auch hier, schafft man es noch oder wie seht ihr das?